So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer kleinen, lustigen Runde. Hearthstone geht immer. Ich werde mal schnell meinen Timer stellen. Kurzen Augenblick, bitte. Legt er eh gerade noch, von daher, oder nö, ist ja schon drin. Geht einfach mal auf meinen Priester, wähle den aus und hol uns mir die letzte Klasse, den Druiden. Denn den Druiden, den kriegen wir auf jeden Fall hin, würde ich sagen. Schätze ich jetzt mal, dass wir den Druiden auf jeden Fall schaffen. Nein! Warum 8 Minuten? Nein, du. Mein Handy ist so am Arsch, ohne Witz, ey. Richtig schön oldschool und kaputt. So. Jetzt können wir den Timer starten, jawohl. Anduin gegen Malfurion. Das sollte klappen, Leute, das sollte klappen. Ich fang sogar an. Das finde ich halt Hälfte. Ach, guck mal. Ist doch ein ganz nettes Startding. Kann man so nehmen. Würde ich sagen, bestätige ich erstmal. Hab ja eh noch eine Münze. Die erste Runde kann ich zwar wahrscheinlich nicht viel machen. Ich könnte ihn setzen. Ein Schuss, ein Treffer. Boah, ey. Der fängt direkt hart an. Ey. Oh je. Würde ich sagen, ich habe ja jetzt zwei, dann könnte ich ihn, aber das ist, ach Quatsch, dann würde ich ihn eigentlich mehr oder weniger ins Aus befördern. Ich hau einfach ihn raus und stelle einfach direkt Leben wieder her. Mehr kann ich gerade nicht machen. So, sollte aber reichen. Vielleicht einen Diener, oh, und Spott. Tja, du bist Penner, weißt du das? Du bist ein richtiger Penner. Ich hätte jetzt auch einen Spotterich nehmen können, aber ich, weißt du was, ich hau einfach ihn raus und hau dann direkt weg. Weil mich nerven die Spotterichse. Und deswegen wird er direkt einfach angegriffen. So. Das funktioniert super. Ach, guck mal, schau. Kann angreifen, die Sau. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, Leute, warum kamen in letzter Zeit weniger Videos? Weiß ich nicht. Ich hatte einfach momentan nicht so die Motivation, irgendwas zu machen. Das war ein Problem von mir. Sieht jedes Mal eine Karte, wenn ein Diener geheilt wird. Ein Diener. Aber ich heile mich mal lieber selbst erstmal. Ich bin ja kein Diener. Aber wir greifen einfach an. Funktioniert. Ja, kam letztes Mal weniger Videos, einfach weil ich irgendwie, keine Ahnung, nicht so gut konnte. Motivation hat gefehlt. Alles drum und dran. War nicht gerade so der motivierteste, muss ich dazu gestehen. Das Wege. Ah, gucken wir mal, was können wir denn setzen? Verursacht Schaden. Oh, der ist nett. Aber ich würde, glaube ich, erstmal einen Spotterich raushauen. Mit viel HP. Und dann ihn noch. Einfach mal direkt rauf da. Ja, und der Rest kann angreifen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, zwar instant down, das ist viel, aber mein Gott. So. Die Münze hebe ich mir noch auf, vielleicht kriegen wir nächste Runde eine schöne Fünferkarte oder sowas. Ansonsten habe ich jetzt einen Schildmeister, der auf jeden Fall sehr, sehr nützlich ist. Ja, wie gesagt, Videos, weil aktuell irgendwie nicht so viel Bock und Interesse gehabt. War alles gerade ein bisschen schwierig. Man braucht auch mal eine kleine Auszeit manchmal. Kennt ihr ja sicherlich. Mana-Kristall, kann ich vielleicht jemanden heilen? Ihn zum Beispiel, dann kann ich eine Karte ziehen. Mache ich einfach mal. Oder ihn mit Spott nochmal raushauen. Ich heile mich lieber selbst in der Runde. Und hau ihn um. Ne, ihn kann ich ja nicht umhauen. Ich will aber meinen Spotterich jetzt nicht opfern. Weil der macht zwei. Ich mach nur einen. Das bringt es nicht wirklich. Oder? Ach, nächste Runde. Sofort. Sie brauche ich auch noch. Kriegen wir noch hin. Sollte kein allzu großes Problem darstellen. Na, jetzt hat er natürlich einen Spotterich draußen. Dann greife ich lieber den nächste Runde an. Jo. Hau ihn um, Siegfried. Du machst es. So. Vernichtet ein Diener mit maximal 3 Angriff. Na, das ist, lass ich mir noch nicht dreimal sagen. Einfach instant ihn vernichten. Zauberkarten, FTW. Ansturm. Ich würde sagen, der Anstürmerich hat auch nicht schlecht Leben, aber der Anstürmerich lieber. Obwohl, der macht nicht so viel Schaden. Warte mal, dann mache ich lieber ihn. Und dann mit ihm. Und zu guter Letzt mit ihr. Jawohl. Was war denn das jetzt eigentlich? Eine SMS gekriegt oder was? Ah, da war ja was.
Naja. Gut, gut, gut. Was hat er? Ach, jetzt hat er diese Scheißvieh rausgeholt. Ach, verdammt. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Kernhunde stehen so gar nicht auf meiner Lieblingsliste. Verdoppelt das Leben eines Dieners. Verdoppeln wir das einfach mal. Wir schauen hier raus. Und kriegt natürlich noch eine Spottkarte. So. Dann greifen wir mal mit ihm erstmal an. Oh, schade. Verdammt. Egal, wir müssen den irgendwie rauskriegen. Weil der, wenn der einen Spott kriegt, dann ist das einfach zu gefährlich. Das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Die Karte ist echt böse. Naja, mach ruhig. Ich heile sie jetzt mal. Einfach nur, weil ich es kann. Weil ich es kann. Um dann noch eine Karte ziehen zu können für jedes Mal hier, weißt du? Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist echt nützlich. Noch ein Spotterich. Und noch ein Spotterich. Und jetzt heile ich sie mal. Oh, der ist nett. So. Ich würde sagen, da ich genug Dinger draußen habe, greife ich erstmal sie an. Sie greift ihn an. Scheiß erstmal drauf. Aber wir haben jetzt noch genug über. Naja, kümmere dich um dich selbst, genau. Oh, guck mal. Jetzt will er richtig Rambazamba machen, oder was? Was ist das denn? Lol, so sassis. So ein Pennergesicht, ey. Naja, hab ja noch ein bisschen was anderes über auf die Karte. Auf die Karte, ja, auf die Hand. Kopiert eine zufällige Karte aus eurer Hand und fügt aus der Hand des Gegners. Aha. Machen wir erstmal den. Den. Ich brauch grad niemanden heilen, aber ich kann mir einfach mal die Karte legen. Mal gucken, was ich, was kriege ich jetzt? Dreckige Lache FTW, aber die Karte ist richtig imbar. Gerade in Verbindung mit dem Priest. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hab ich da gerade zugelangt, ey. Scheiße geil. Okay, den müssen wir wegkriegen. Weil es kann sein, dass der irgendeine Fähigkeit hat, die einen spotten lässt oder sowas, weißt du. Ist nie gut. Ist nur gut. Erstmal einziger? Ne, den heile ich auf jeden Fall erstmal. Hier, auf ihn. Verursacht zwei Schaden. Bamble. Ich bin dann zwar auch tot, aber... Ach, scheiß drauf, der muss weg. Und direkt auf ihn. Und die hebe ich mir noch auf, ey, die Karte da unten. Acht Leben, ey. Kacke, ist das geil. Sau Knights, ey. Sau... Boah, es stellt ja auch wieder seine acht Leben wieder her. Wie viele Karten hatten der davon? 50? Pennergesicht, ey. Na gut, mein Spottericht ist verdauen, aber ganz ehrlich, kack drauf. Mit ihm und ihm kriegen wir noch genug Damage raus. Muss. Vielleicht MDNA plus zwei Leben, zieht eine Karte. Nur auf jeden Fall. Ach nein, okay, ja, egal. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So. Den pimpen wir jetzt mal eine Runde auf, damit wir richtig zulangen können. Wer ruft mich jetzt an? Was soll denn das, Leute? Hört mal auf. Mal gucken. Jetzt werde ich jetzt Skype angeschrieben. Lol, so saß. Ha! Die Karte ist geil. Bamsen! Okay, und? Down geht er. Da geht er down. Das schmettert aber den weg. Liebe Leute. Das sah doch nice aus, oder? Das sah doch richtig nice aus. Jetzt haben wir alle Karten mehr oder weniger freigespielt. Alle Decks zumindest. Aber ich finde den Priester echt gut. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich auf den Hexenmeister wechseln möchte, weil ich den Priester eigentlich richtig nett finde. Er hat schöne defensive Fähigkeiten. Oh, 100 Gold. Schaltet jeden Helden frei. Wofür das Gold auch immer da ist. Ach, Moment. Ich muss auflegen. Bis gleich. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Druiden freigeschaltet. Jawohl, alle Helden dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. Profi-Stufe freigeschaltet. Aber Vorsicht, die haben's drauf. Ach, jetzt könnte ich so quasi, Profis. Na, probieren wir ein andermal. Wir können ja gleich nochmal ein Match einfach online machen. Die Arena. Spielt euch ganz schnell ein Deck aus zufälligen Karten.
spiele gegen ebenbürtige Gegner. Jawohl, gucken wir uns das einfach mal an. Oder spielen wir mal mit meinem Brüser hier eine Runde oder was? Der ich ebenbürtig ist. Wahrscheinlich einer, der zum ersten Mal auch spielt. Vermutlich. Mein Essen ist angekommen. Ich habe mir Sushi bestellt. Om, nom, 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 nom. Sehr, sehr fein. Hm, schön warm. Warmes Sushi, ja. Es gibt auch warmes Sushi. So eine Inside-Out-Rolls. Die sind super. Super lecker, sage ich euch. Würdiger Gegner. Anduin gegen Jaina. Momentan spielen sehr, sehr viele Magier. Natürlich ist aktuell die Imbaster, das Imbaster-Deck zusammengestellt. Jo, und natürlich noch die Münze. Würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt mit der Einser-Karte gleich an. Erstmal direkt hier losgelegt. Bams, fertig. Bin ich aber gespannt, was der andere denkt. Veta. Ich spiele gegen Veta. Hallo Veta. Falls du das siehst, ich glaube nicht. Aber falls du das siehst, ich grüße dich an dieser Stelle. Jawolskin. Bin ich ja mal gespannt. Ich denke mal, ich verliere absolut. Aber man kann ja nie wissen. Ich habe ja auch gegen Dings gewonnen. Oh, mein Fluss Krogilisk, du. Würde ich sagen, den vernichten wir auch einfach mal direkt. Und dann geht's weiter. Ja, mehr kann ich aktuell gerade sowieso nicht machen. Als nächstes kommt der Grizzly raus, der spottet schön und dann haben wir erstmal auf jeden Fall ein bisschen vorbereitet. Das ist auch nett, verdoppelt das Leben eines Dieners. Können wir direkt auf den Grizzly anwenden. Oder vielleicht auf den späteren, auf den hier zum Beispiel oder sowas. Boah. Ja, werden wir mal sehen, wie wir hier taktisch spielen. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Na, dann zieh mal eine Karte, du geile Sau. Du schaffst das. Spotterig. Und erstmal rausgelegt, würde ich sagen. Mehr kann ich gerade eh nicht machen. Job dann. Nee, ist sowieso fertig. Ich will jetzt eh nichts machen, außer diese Karte da unten ziehen, die Münze. Die mir aber überhaupt nichts bringt. Als nächstes hole ich den Ritter raus. Ja. Oder ihn. Ja, erst den Ritter. Genau, der Ritter rockt. Ich könnte natürlich auch den machen, aber den hebe ich mir lieber auf. Für Situationen, wo ich es vielleicht benötige. Wenn es hart auf hart kommt. Könnte spannend werden. Mit so einer Mage-Olten. Ah, guck dir das mal an, ey. Das ist übel, das ist übel, das ist übel. Oh, oder ihn mit Spott. Wir machen erstmal einen Ansturm, würde ich sagen. Genau. Bin ich zwar tot, aber ganz ehrlich, kack drauf. Er hat auch nichts, weil dann habe ich ihn als Spottmeister danach noch. Er kann jetzt eh nichts machen, er zieht eine Karte oder sie, je nachdem gegen wen ich hier spiele, zieht eine Karte, die natürlich dann in dem Fall First Hit hat. Also Ansturm. Sie werden nicht wissen, wie guck mal hier. Da hat er es natürlich drauf. Das war geplant, das war geplant, das war geplant. Ich könnte natürlich auch erstmal ihn mit Sport drauflegen, mich selbst heilen. Das mache ich sogar mal. Hauptsache, ich habe einen Sport, heile mich selbst. Könnte den hier machen und könnte natürlich das Leben eines Dieners verdoppeln, aber das mache ich nicht. Ich könnte auch ihn machen und den feindlichen Helden Schaden zufügen. Ich könnte ihn aber auch einfach erstmal angreifen und es bleiben lassen und mir den ganzen Scheiß für die nächste Runde aufheben. Ich bin anfangs lieber ein bisschen vorsichtiger. Weil er stirbt jetzt sowieso, wenn er mich angreift mit ihrer Figur. Es sei denn, er hat jetzt natürlich noch eine Karte, die irgendwie was mäßig irgendwie, ja. Eine Magiekarte oder sowas. Oder eben diesen Fireball-Scheiß. Oder einen Oasenschnappkiefer mit übelst viel HP. Ja, genau. Hat dir jetzt was gebracht? Du hättest eh angreifen müssen. Und wärst jetzt tot. Hast quasi mehr oder weniger eine Karte verspielt. Aber egal, ich will jetzt nicht lange rummeckern. Ich bin auch nicht gerade der Beste gewesen. Ich hau ihn erstmal auf jeden Fall für den Sport raus. Verdoppel das Leben meines Dieners. Und das war's dann an der Stelle. Dann an dem muss man erstmal vorbeikommen. Dann habe ich ihn hier noch. Nein, du bist ein Assi, Alter. Oh, ist das eine Assi-Karte? Scheiße, ist das eine Assi-Karte, ey. Ja, das ist natürlich voll gemein.
So ein Schieb hat echt, also bei solchen Situationen kann so ein Schieb einen echt in den Arsch ficken. Auf gut Deutsch. Du bist doch dumm. Oder hat er noch eine Karte? Er hat eine Karte mit Ansturm, okay. Ich würde... Nein, du bist doch dämlich. Warum greifst du nicht mein Schaf an? Oh, der verwandelt sich doch jetzt bestimmt zurück, oder? Wie kann ich ihn zurückverwandeln? Ich weiß es nicht. Spotten. Den raus. Mana-Kristall, mich selbst heilen. Einfach direkt auf ihn gehen. Egal. Das Schaf hält eh nicht viel aus. Schade, dass das auch für immer bleibt. Für eine Runde wäre ja nett, aber das ist jetzt, der ist jetzt komplett im Arsch. Den hab ich komplett. Ach, so ein Dreck. So ein absoluter Dreck, ey. So, du bist jetzt auf jeden Fall tot. Oh nein, er kann. Haha. Er ist gar nicht mal so doof. Jetzt kann er mich direkt angreifen. Natürlich. Aber ich hau dann einfach Gedankenschlag raus. Fertig ist. Ich heile mich selbst. Gedankenschlag, gut ist. Der Oger ist nett. Der Oger ist nett. Naja, mein Timer sagt, dass ich ein Arschloch bin. So. Erstmal Selfie. Gedankenschlag, den. Mein Schaf kann eh nichts, also stirbt es jetzt. Schnell und stark zuschlagen. Der macht zu viel Damage auf einmal. Die muss ich irgendwie runterkriegen. Weil das ist sonst zu gefährlich mit der gerade. Das ist aktuell gerade sehr gefährlich. Der Ogre ist bösartig. Wenn er mich jetzt mit den beiden zum Beispiel runterhaut, kann er mit dem Ogre direkt auf mich und dann habe ich echt eine Arschkarte. Könnte sich mal als schwieriger erweisen als gedacht. Aber wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Noch ist ja nicht aller Tage Abend. Zieh zwei Karten, auch nicht schlecht. Kann man auch was mit anfangen. Moment, ich werde mal hier, bevor das Essen kalt wird. Zumindest eins von den Inside-Outs essen. Nicht Inside-Outs, sondern von den Bamboo-Rolls. Die sind super lecker, ey. So, Hervorragend. Mach, Penner. Überleg nicht so viel. Hau mich schon weg. Was soll ich nur tun? Boah. Alter Schwede. Heftig. Übelst heftig. Erstmal spotten auf jeden Fall, genau. Mich selbst heilen. Ihn rauskicken. Mehr kann ich nicht machen. Gut, die beiden Diener sterben auf jeden Fall. Wenn sie mich angreifen. Aber der hat bestimmt da irgendwas in petto, das Arschloch, ey. Also der Magier, der kann echt mies sein. Was bringt's dir? Verreckst eh. Achso, nee, natürlich. Mehr Schaden. Zieh zwei Karten. Na, ich hab verloren, wie es aussieht. Ganz stark verloren. Schade, schade. Aber mein Gott. Kartenglück muss man auch manchmal haben. Er hat vor allem nicht schlechte Karten gehabt. Und zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt. Was hast du noch im Petto? Na los, komm. Schieß rüber, du Sau. Hau mich um. Ein Murloc, oh, ist ja süß. Oh, der hat echt eine Menge Scheiße hier. Ein Spotterich raushauen. Mich selbst heilen. Mehr kann ich nicht machen. Ich habe verloren, eindeutig. Er hat zu viele Gegner draußen. Er greift jetzt mit den richtigen an. Aber er wird natürlich erst mit irgendjemandem angreifen, der wenig Schaden macht. Und den Rest für mich aufheben und dann... Ne, andersrum hätte ich es gemacht. Ach, stimmt, der andere lässt der. Dann wäre er tot. Hat er recht. Gute Idee. Sie werden nicht.
nicht wissen, wie ihn. Okay, tot. Eindeutig tot. Eindeutig tot. Schade. Gepounced, Alter, gepounced, aber übelste Sorte. Egal. Einfach mal probiert. War super, hat Spaß gemacht. Ich krieg jetzt trotzdem Level up. Schön ist, was krieg ich dafür? Eine Profi-Packung. Oh, hier kann ich Karten ziehen. Das ist ja nicht schlecht. Und eine heilige Nova. Fügt allen Falten 2 Schaden zu, steht bei allen befreundeten Charakteren 2 Leben wieder her. Nett. Heilige Nova kommt ins Deck. Der Duellant spielt 3 Modus im Modus spielen. Aha. Okay, Leute. Dann werde ich mal hier mein erstes Packungchen öffnen. Und werden wir das dann später alles mal angucken. Wir öffnen jetzt gemeinsam eine Packung. Zum ersten Mal. Bin ich aber gespannt, was wir da Schönes drin haben. Die Karte. Ein feindlicher Diener fügt benachbarten Dienern seinen Schaden zu. Was? Es ist eine Schurkenkarte, wa? Oh, eine seltene Karte. Verursacht 5 Schaden. Überladung für Schamanen. Mana-Würm für Magier. Hält jedes Mal einen Angriff, wenn er einen anderen einen Zauber. Geiler Scheiß. Für Pala, wenn euer Gegner einen Diener ausspielt, wird dieses. Aha. Eine seltene Karte für alle Klassen. Kann nicht angreifen. Ist einfach nur ein Wächter, wa? Ja, aber hat, kostet nur 2. Hat viele HP. Netter Scheiß. Okay, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt, Spieler gegen irgendwelche Leute. Auf dann auf bald auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla. Ey, hallo, beende doch mal. Mein Aufnahmeprogramm beendet nicht. Egal, dann beende ich halt so im Spiel. Auf dann auf bald auf Wiedersehen. Tschüssikowski.